Es ist völlig klar, dass wir beim Grundsatz bleiben werden. Sprache ist die Grundlage für gute Bildung und gute Chancen im gesellschaftlichen Leben, aber auch in der Arbeitswelt. Es ist eine vollkommene Klarstellung, dass die CSU keine Gängelung, keine Vorschriften, keine Pflichten ausspricht, im familiären Bereich oder im öffentlichen Raum Deutsch zu sprechen, sondern eine Motivation, ein Appell. Das geben auch Beiträge aus der Sprachwissenschaft wieder, dass zum einen, und das ist der Inhalt des Leitantrages, die staatliche Ebene sehr viel Frühförderung, sehr viel Sprachförderung macht, Sprachförderung in allen Lebenslagen, sodass wir wirklich in Bayern Vorreiter sind einer gelungenen Integration. Nimmt man das, den Bereich der Schulabbrecher mit Migrationshintergrund, dann haben wir da beste Erfolge im Vergleich zu anderen Bundesländern. Wenn man da beispielsweise die bescheidenen Ergebnisse in Nordrhein-Westfalen sieht, wo sehr viele Schulabbrecher mit Migrationshintergrund sind. Das heißt, das, was wir leisten können staatlicherseits, wird weitergeführt, ausgebaut. Das Thema auch hängt mit dem letzten Thema zusammen, das ich angesprochen habe, nämlich mit der Integration der Kriegsflüchtlinge, vor allem der unbegleiteten Jugendlichen und Minderjährigen. Da wollen wir auch mit Ehrenamtsstrukturen, aber auch mit unseren Bildungsangeboten sehr schnell in die Sprachförderung, in die Beschulung kommen. Und das ist in diesen 5 Seiten sehr ausführlich dargestellt. Und der Satz, der jetzt übers Wochenende zitiert wurde, bleibt in der Grundausrichtung, dass die Sprache der Schlüssel ist für gelungene Integration und das auch im öffentlichen Raum, in der Gesellschaft und im familiären Umfeld. Und dieser Satz als Appell und als Motivation verstanden werden muss, neben der Muttersprache auch Deutsch zu sprechen und das im alltäglichen Leben zu sprechen. Wenn Sie den Antrag genau lesen, dann ist ihn breit ausgeführt, sehr positiv ausgeführt, eine Willkommenskultur für die, die zu uns kommen, sich einbringen wollen, leisten wollen und sich integrieren wollen. Und auf der anderen Seite natürlich auch klare Botschaften und Regeln drinnen für die, die sich hier nicht integrieren wollen oder nur hier sind, um soziale Sicherungssysteme zu nutzen oder auszunutzen oder auch beispielsweise, wie es ja auch diskutiert wird unter den Innenpolitikern, extremistische Propaganda machen wollen. Die haben aus unserer Sicht, auch klar formuliert, schon mit klaren Regeln zu rechnen. Pflege von Deutsch, Deutsch als Kommunikationsform, Deutsch lernen, um ein Integrationshindernis zu beseitigen. Aber selbstverständlich nicht im Sinne, dass jemand seine Heimat ganz aufgeben muss. Das muss er doch zu Hause sprechen können, wie er möchte. Und die deutsche Sprache nicht als was Aufgezwungenes zu erfahren, sondern als Teil seine eigene Freiheit zu erweitern. Diese Häme, mit der dieser Vorschlag begegnet wird, für eine groteske Asymmetrie zur Notwendigkeit, Deutsch zu lernen eigentlich überall, wo man lernen kann, auch zu Hause zu sprechen, es ist kein Zwang, sondern es ist ein Hinweis. Die Integration gelingt besser, wenn man rechtzeitig Deutsch lernt. Aber ist denn diese Tonart, auch das, als Vorschrift, ist die richtige? Es ist ja keine Vorschrift. Es ist ein Hinweis, Deutsch zu lernen, erleichtert die Integration. Und dieser Hinweis ist, glaube ich, absolut richtig. Es ist unbestritten, dass die Sprache für die Integration das Allerwichtigste ist. Und das ist auch der Grundgedanke, der nicht nur in diesem Satz, sondern im ganzen Absatz zum Ausdruck kommt. Und wenn dies nun aus dem Zusammenhang gerissen etwas missinterpretiert wird, dann müssen wir uns halt über die Formulierung noch Gedanken machen und vielleicht auch ein bisschen abändern. Ich denke, dass die Grundidee wirklich verankert sein muss, nämlich dass die Sprache das Wichtigste für die Integration ist. Dass dies aber mehr in Richtung Motivation und Anregung zu interpretieren ist, das muss man eben dann in der Formulierung noch zum Ausdruck bringen. Ich glaube, dass aus meiner Sicht wichtig ist, dass wir motivieren, die deutsche Sprache auch zu üben
Und dazu gehört natürlich auch jede Gelegenheit. Und dass wir aber natürlich auch die Muttersprache erwähnen und dass dies eventuell neben der Muttersprache dann erfolgen kann. Wir haben immer schon Wert darauf gelegt, dass das Erlernen der Sprache, der deutschen Sprache, das Üben der deutschen Sprache, wenn nicht das Wichtigste überhaupt für die Integration ist. Ohne das Verständnis für die Sprache ist berufliche, ist gesellschaftliche Integration nicht möglich. Und das, denke ich, merkt ja auch jeder im privaten Bereich, dass dies die erste Grundlage ist. Darauf haben wir nicht erst heute hingewiesen. Nicht alles, was wünschenswert ist, was man als Appell und als Motivation auch betrachtet, muss in ein Gesetz mit einer entsprechenden Vorschrift und Kontrolle münden, sondern dafür sind wir in einer offenen Gesellschaft, dass darüber auch gesprochen wird. Wir haben in unseren Reihen in der CSU nicht erst seit heute darauf hingewiesen, dass wir den Abbau der kalten Progression in dieser Legislaturperiode als erforderlich sehen. Und wir haben auch immer darauf hingewiesen, dass wir entsprechende Spielräume brauchen. Und diese Spielräume sehen wir ab dem 01.01.2017. Deshalb ist unsere Haltung hier eindeutig und wie gesagt nicht erst seit kurzem. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass sich die CSU ein bisschen absetzt von einer Diskussion, die noch in der CDU stattfindet.